Wir wurden hier heute am Freitagmorgen alarmiert zu einem Verkehrsunfall auf der Alauner Straße kurz vor der Autobahnauffahrt Wildeshausen West. Hier kam es wohl beim Überholvorgang zu einer Kollision zwischen einem Kleinwagen und einem Treckergespann. Der Kleinwagen hat den Trecker touchiert, hat dann auch den überholten LKW noch touchiert, wurde dabei schwer verformt. Der Fahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Ja, die Person war augenscheinlich nicht sehr schwer verletzt. In Absprache mit dem Rettungsdienst haben wir uns dazu entschieden, eine schonende technische Rettung vorzunehmen. Dabei werden Teile des Fahrzeuges entfernt, um den Patienten möglichst schonend aus dem Fahrzeug befreien zu können. Hier haben wir zum Beispiel die Türen entfernt auf der Fahrerseite, um eine größere Öffnung zu erhalten. Ja, bei den Kräften, die bei so einem großen Treckergespann auftreten, ist das relativ glimpflich ausgegangen. Ein Kleinwagen gegen so ein großes Gespann, da hätten ganz andere Kräfte auftreten können. Hier kann man sagen, dass es relativ glimpflich ausgegangen ist. Durch den Aufprall wurde der Trecker massiv beschädigt, gerade im vorderen Bereich. Dabei wurde auch der Dieseltank, der Kraftstofftank aufgerissen, wo hier große Mengen auch in die Berme gelaufen sind. Das wird sich die untere Wasserbehörde gleich noch angucken. Wir haben die restlichen Dieselmengen aufgefangen und umgepumpt. Wir haben hier das Glück, dass direkt parallel zu der Fahrbahn ein relativ breiter Radweg verläuft. Somit konnten die Großfahrzeuge hier auf dem Radweg an die Unfallstelle heranrücken. Ansonsten war die Anfahrt natürlich schwierig, da die Straße stark befahren ist und es hier zu einer größeren Verkehrsstauung kam. Wir hatten das Glück, dass zwei Kollegen von uns, der eine kam von der Nachtschicht bei der Berufsfeuerwehr Oldenburg, der andere Kollege war auf dem Weg zur Arbeit, die hier als Ersthelfer vor Ort waren und relativ schnell somit auch gute erste Hilfe leisten konnten. Das war überraschend sehr nebelig heute Morgen. Wir hatten auf der Anfahrt relativ kurze Sichtweiten, sodass dort die Sicht stark eingeschränkt war.